meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch mit den Elementen spielen. Wir möchten Feuer und Eis mischen. Dazu habe ich vorbereitet ein paar super coole feurige Farben. Ich meine, schaut euch mal dieses Orange an. Ein Primary Magenta, ein Gelb, ein Kupfer. Auf der Eisseite haben wir ein Skyblau, ein Silber und mein über alles geliebtes Prussian Blue. Jetzt quatschen wir nicht mehr lange, legen direkt los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Let's go! Okay, ich möchte heute mit einer peachfarbenen Base starten. Wir machen in den meisten Videos immer weiß oder schwarz. Heute möchte ich es ein bisschen farbenfroher haben. Verteilen wir wie gewohnt mit einem Palettenmesser. So, unsere Base ist fertig aufgetragen. Ihr seht, ich habe hier Tons of Luftbläschen. Das kommt einfach daher, weil die Farbe frisch abgemischt ist, ist aber überhaupt kein Problem. Geht mit dem Brenner drüber und eure Luftbläschen verschwinden. So, wir möchten eine schöne glatte Base haben. Jawohl. Gut. So. Ich dachte mir, ich möchte diese Seite im Feuerelement und diese Seite im Eiselement halten. Also legen wir einfach mal los. Ich dachte mir, vielleicht schaffen wir es, einen ovalen Kreis zu zaubern. Er sollte nicht zu groß sein. Also dieses Orange von Amsterdam, ich meine, muss ich dazu noch was sagen? Das ist eine Farbe. Ich glaube, feuriger geht's gar nicht. Und mein über alles geliebtes Primary Magenta. Und ganz zum Schluss möchte ich noch kleine Highlights mit Kupfer setzen auf der Feuerseite. Stäbchen machen wir raus, das stört uns nur. Ganz, ganz wenig. Sehr schön. Okay, so viel zur Feuerseite. Die Eisseite habe ich mir wie folgt vorgestellt. Ich beginne mit Silber. Ich versuche jetzt einfach hier ungefähr unseren Halbkreis weiterzuführen. Es muss nicht perfekt sein. So, jetzt nehme ich mein Prussian Blue. Auch ohne Stäbchen, dann geht es ein bisschen leichter. Wir brauchen gar nicht so viel Farbe. So, das reicht uns schon. Und ganz zum Schluss möchte ich Amsterdam Sky Blue, auch eine wunderbar schöne Farbe. Ist ein richtig schönes, eisiges Blau. Gut, ihr Lieben, alles was wir brauchen ist unseren Haartrockner. Und nun werde ich versuchen, schöne blütenartige Blätter nach außen und nach innen zu formen, sodass diese Seite brennt und diese Seite aus Eis besteht.
Okay, ihr Lieben, ihr könnt übrigens immer beim Blooming, könnt ihr immer noch ein bisschen Farbe nachtragen. Ich möchte hier nur ganz wenig. Und es dann noch einmal ganz vorsichtig ausblasen. So. Und auf dieser Seite möchte ich noch ein bisschen. Ja. Und hier auch noch einen kleinen Tupfer. Jawohl. So ihr Lieben, ich bin auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Ihr habt gesehen, Blooming, einer meiner Lieblingstechniken. Ihr könnt wirklich spielen mit den Farbkombinationen, mit den Variationen. Lasst mich mal wissen, welche Seite findet ihr schöner, die feurige Seite oder die eisige Seite? Ich kann mich nicht entscheiden, obwohl ich sagen muss, diese Farbe von Amsterdam ist schon was ganz Besonderes. Gut, ihr Süßen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich verlinke euch noch weitere Videos hier oben. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Danke fürs Einschalten. Ich freue mich aufs nächste Mal.